Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. Juli 2024. Camilo Tür, Markus Somm. Ja, Viola am Herd hat sich unter Druck gefühlt. Offensichtlich, es hat ein paar Medienberichte gegeben, unter anderem auch im Nebelspalter, dass eigentlich klar ist, dass sie jetzt Ende Jahr zurücktritt. Und sie hätte ein Interview müssen geben im Schweizer Fernsehen. Was hat sie dir gesagt? Ja, es ist ein Interview zum 1. August. Sie ist noch nicht erschienen, aber SRF hat eben heute vermeldet, dass sie nicht plant, im Jahr 2025 zurückzutreten. Das ist ja eben spekuliert worden, auch im Nebelspalter. Wir haben ja eine Sommerserie gemacht über Bundesräte, wo wir analysiert haben, wann werden möglich Rücktritt. Und unser Bundeshausredaktor Dominik Feusi hat gesagt, ja, bei der Viola Amherd sei die Wahrscheinlichkeit gross 2025. Das dementiert sie jetzt bei SRF. Sie sagt, ja, das Präsidialjahr, das hätte ihr viel Arbeit gegeben und sie hätte noch gar keine Zeit gehabt, über den Rücktritt nachzudenken. Dann, was man natürlich auch spekulieren kann, Frauen-EM ist im Jahr 2025, das ist für sie ein wichtiges Projekt in der Schweiz, dass sie dort natürlich auch möchte noch da dabei sein. Aber sie sagt ganz klar, 2025 werde sie nicht zurücktreten. 2025? Auch nicht? 2025 nicht, also sie bleibt bis 26 im Minimum. Ja, weil es ist eben auch interessant, weil das mit der EM, das haben wir ja durchaus auch erwähnt. Mhm. Wir haben immer darauf gesagt, eben entweder Ende Jahr oder dann eben wirklich nach der EM. Aber sie will auch, oder wenn man es genau liest, oder doch, Amherd will auch 2025 Bundesrätin bleiben, das heisst nicht das ganze Jahr. Also es ist immer noch möglich. Es ist immer noch möglich, dass man nicht ganz falsch liegt. Also, dass sie die EM noch abnimmt, die ist ja im Sommer, nehme ich an. Mhm. Und dann hört sie auf nach der Sommerferien, dann macht sie genau das Jahr. Weil eines der wichtigen Argumente, die jetzt da im SRF nicht kommt, ist ja, dass ihre engste Mitarbeiterin auch sich jetzt muss pensionieren lassen, sie ist schon 70 geworden. Brigitte Sauser, wie heißt das? Aus Brigitte Hauser Süß ist es. Du musst sehr entschuldigen bei der Brigitte Hauser, einen blöden Versprecher. Nein, die muss ja, sie ist 70, sie muss sich pensionieren lassen. Und sie ist so eine enge und wichtige Mitarbeiterin von der Bundesrätin Viola Amherd, dass das eigentlich der Grund ist, warum die Gerüchte, und die sind ja nicht einfach in den Medien erschienen, sondern die sind natürlich im Bundeshaus. Da muss man schon sehen, das sind ganz viele Leute im Parlament, die sich die Gedanken machen. Teilweise auch mit einer Agenda, das ist klar. Gewisse Leute wollen auch, dass sie bald zurücktritt, weil in der Mitte gibt es ein paar sehr ehrgeizige Leute und die haben nur einen Sitz oder vielleicht haben sie dann wieder mal zwei Sitze, aber eigentlich ist klar, da gibt es auch eine Agenda. Aber es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Viola Amherd nicht so der absolut leidenschaftlichste Bundesrätin gehört. Also Bundespräsidentin ist sie auf jeden Fall sehr, sehr gern gewesen, aber VBS, wenn wir ehrlich sind, das ist nicht das Dossier, das sie zum, ja, zu Begeisterungsstürmen hinbringt und dass sie nicht hätte das Departement weg. Mhm. Sie hätte können, ist schon mal ein Hinweis gewesen, dass es klar ist, dass sie nur noch eine Legislatur macht, allerhöchstens. Und da ist auch immer durchaus möglich, dass man dann auch früher noch aufhört, eben weil man auch findet, ja, so interessant ist es auf die Dauer auch nicht. Wie schätzt du das denn ein für unsere Zuhörer, dass ein Bundesrat sich aktiv äußert bei Rücktrittsgerüchten? Kommt das oft vor oder ist das eher selten? Und jetzt bei der Viola Amherd direkt, wieso denkst du, ist sie dazu motiviert, jetzt ja, die Rücktrittsgerüchte zu dementieren? Ist es Druck von der Partei oder hat sie das selber entschieden? Gut, das weiss ich nicht. Ob jetzt da Parteidruck gemacht hat oder nicht, glaube ich nicht. Weil der Gerhard Pfister ist der Letzte, der würde brüllen, wenn Viola Amherd sich zurückzieht. Der ist einer von den Kandidaten, der unbedingt noch will, im Bundesrat kommen. Und umso früher sie geht, eigentlich umso besser für ihn. Weil er wird auch nicht jünger. Das ist klar. Von dem her glaube ich überhaupt nicht, dass Parteidruck macht. Mitte ist auch nicht eine Partei, wo man das muss erwarten, dass sie in der Lage noch sind, oder? Das ist nicht eine Partei, die so stark ist gegenüber ihren Bundesräten, dass sie das machen können. Übrigens auch früher noch nicht. Also, ich meine, wo der berühmte Doppelrücktritt war, ist Koller Gotti. Da hat Adalbert Durr als Parteipräsident das erst am Morgen erfahren, dass die zwei sich abgesprochen haben und zurückziehen. Das ist extrem gewesen und das ist eine CVP gewesen, wo also schon noch ein paar recht starke Büffel
drin waren. Und das ist jetzt ein bisschen weniger der Fall. Es ist auch eine kleinere Partei. Nein, Partei sicher nicht. Nein, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon eher von Ehren ausgekommen. Und zwar, meiner Meinung nach, ist es das Zeichen von der Schwäche. Weil das zeigt natürlich schon, dass sie eventuell wirklich Gedanken sich gemacht hat und dass sich ärgert, dass jetzt das rausgekommen ist, dass man überhaupt über das spekuliert. Und vor allem ist natürlich eben, es ist ja nicht ein Zeichen von der Stärke, dass Medien anfangen zu spekulieren. Und das kommt immer, also ganz ehrlich, die Journalisten tun das nicht einfach erfinden. Das ist im Parlament. Das den Politiker selber besprechen. Und solche Gerüchte kommen nur auf, wenn eine Viola Amherd halt in der Kommission desinteressiert wirkt, amtsmüde wirkt, oder zu stark nur noch Bundespräsidium macht. Das hat sie ja jetzt auch auf eine Art zugegeben, dass sie praktisch nur noch Bundespräsidentin war und nicht Vorsteherin von ihrem Departement. Und so entstehen die Gerüchte. Und dass sie aber dann das Gefühl hat, sie müsse dementieren, finde ich ein Zeichen von der Schwäche. Weil das zeigt, dass sie weiss, sehr viele Leute gehen davon aus, sehr viele Leute glauben das und vielleicht glaubt sie es eben selber. Und jetzt muss sie es von sich wegweisen. Natürlich, klar, jetzt kann sie sicher nicht zurücktreten. Ich meine, jetzt hat sie so klar dementiert, dass also da wird sie auf jeden Fall nicht können zurücktreten, sondern sie wird nächstes Jahr können wieder zurücktreten. Aber ich habe das erlebt mit Adolf Hoggi. Der Adolf Hoggi war auch einer, der mir immer darüber geredet hat, ja, jetzt muss er langsam gehen. Und der hat sich immer aufgeregt. Der hat sich wahnsinnig aufgeregt. Und ist gerade extra nicht gegangen. Der Moritz Leuberger war übrigens auch so ein Fall gewesen. Der ist auch schon also anders als Viola Amherd. Viola Amherd ist noch nicht so lange im Amt. Aber der Moritz Leuberger von der SP ist sehr lange im Amt gewesen. Und jedes Mal, wenn wir in den Medien gesagt haben, jetzt ist langsam wieder Zeit und wir haben gehört, er sei ganz müde, dann ist er extra geblieben. Also da, Bundesräte, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Privilegien, die Bundesräte haben. Sie können entscheiden, wenn sie zurücktreten. Anders als beim Tod kann man beim Rücktritt das selber entscheiden, beim Tod tut das Gott entscheiden. Aber beim Rücktritt ist Bundesrat. Bundesrat ist da der Gott. Aber, ich finde dort vielleicht zwei Sachen, die man kann anmerken kann. Das eine ist, ich habe an die Rücktrittsgerüchte gedacht, auch beim Guy Parmelin, wo eine Zeit lang rum waren. Ich glaube, im 23. war das, wo er auch dementiert hat. Bei ihm ist es aber um Rückenprobleme gegangen. Das ist für mich zum Beispiel wie eine andere Situation. Das ist ein medizinischer Grund, das Gerücht in dem Sinn ja ins Laufen bringt, dass er, dass ich, wenn ich mich nicht täusche, auf X sogar dementiert hat, also relativ gelassen. Und dann ist die Diskussion gewesen. Bei ihr ist es jetzt doch im grossen 1. August-Interview und ich bin gespannt auf die Szene, wenn man das dann wirklich im Interview sieht. Ich nehme an, die Frage ist gestellt worden. Auch, man kann bei SRF nachlesen, dass es eine Nachfrage gegeben hat, wo sie sich dann klar geäussert hat. Einfach die Spannung mal zu sehen in ihrem Gesicht, wie sie darauf reagiert hat. Ich glaube, da kann man sicher auch noch ein, zwei Sachen vielleicht herauslesen, wie sie die Frage aufgenommen hat. Genau, und ich würde jetzt als Bundesrat so eine Gerüchtewelle nie dementieren. Ich würde einfach nichts sagen. Also meine, eben, wie man, ich erinnere dich dann daran, wenn du Bundesrat bist. Ja, natürlich, dann sage ich nichts. Aber nein, es ist auch immer, wenn man da sich erklärt, tut man eher Schwäche verraten. Man tut auch daran darauf hinweisen, dass man eigentlich sehr an dem Amt hängt, oder? Das finde ich eben auch noch, ich auch nicht so gut. Man sollte das nicht so den Leuten unter die Augen stellen. Aber, wie gesagt, also, dann wird es ein anderer sein. Wir werden dann wieder etwas anderes finden, wo man dann zum Rücktritt auffordert und der wird dann auch dementieren. Die armen Bundesräte müssen ja alle viel länger im Amt bleiben. Wegen uns. Daniel Berset hat es auch lange ausgehalten, bis man dann nicht mehr anders hätte können. Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Interessantes Interview von Pascal Schmid, Nationalrat von der SVP aus dem Kanton Thurgau zur Asylpolitik. Er ist neu für das Dossier zuständig bei der SVP. Ja, was ist das Wichtigste, Camille? Ja, es ist das grosse Sommerinterview zum Thema Asyl und eben der Pascal Schmid hat ja den Posten vom Asylchef vom Andreas Glarner geerbt und ist jetzt natürlich im Fokus von der Aufmerksamkeit. Jetzt, was fordert er? Er sagt, wenn Asylsuchende eine Straftat begehen, dann muss das Asylverfahren sofort beendet werden, weil aktuell ist es so, dass es weiterläuft. Ihm geht es dabei nicht um Schwarzfahrer oder Parksünder, sondern um Diebstahl, Überfall, Körperverletzungen oder auch Vergewaltigungen.
dann renitente Asylsuchende, die sollte man einfacher in besondere Zentren unterbringen. Die gibt's aktuell schon. Es gäbe aber, Zitat, lächerlich wenig Platz dafür und die Hürden müssen sinken, dass man dort jemanden auch unterbringen kann. Dann abgewiesene Asylmigranten, die muss man sofort ausschaffen und das ist neu. Im Gegenzug sollte man dafür einen Arbeitsmigrant aus dem Land in die Schweiz holen, also sozusagen einen Gegendeal machen. Dafür sollte man die Entwicklungshilfe einsetzen als Druckmittel, falls eben die Länder die Asylbewerber nicht zurücknehmen wollen. Und für ihn ist klar, Asylverfahren, die muss man in Drittstaaten auslagern, weil eben die Flüchtlingskonvention, die sehe ich nicht vor, dass das Asylverfahren tatsächlich auch in dem Land stattfindet, wo man das Asylgesuch stellt. Gut, jetzt mal würde ich sagen, das sind alles sehr vernünftige Vorschläge, alles Common Sense. Die SVP sagt das ja schon lange. Was hast du das Gefühl? Wird das etwas auslösen? Wird da die anderen Parteien sich das anhören? Oder wie siehst du das? Ja, es sind tatsächlich Forderungen, die nicht neu sind, aber sie sind wegen dem trotzdem immer noch richtig. Es ist eher bedenklich, dass wir trotz immer höher werdenden Asylzahlen in den letzten Jahren noch keine Möglichkeit gefunden haben, so Vorschläge überhaupt umzusetzen. Und das liegt natürlich auch daran, dass die bürgerlichen Partner in diesen Fragen oft fehlen und sich nicht da einsetzen, dass man so Vorschläge kann durchbringen kann. Gleichzeitig, wenn man die Situation natürlich in Gesamteuropa beobachtet, geht ja alles richtig, ja, strengere Regeln im Asyl, in der Migration. Von dem her glaube ich, dass man mit dem Pascal Schmid einerseits, er, der früher ein Richter war, eine sehr gute Person gefunden hat, die sich auch gut auskennt in dem Dossier, viel Erfahrung mitbringt und ich doch überzeugt bin, dass er mehr kann erreichen als vielleicht seine Vorgänger in der Vergangenheit. Und andererseits glaube ich auch, spielt die aktuelle Meinungslage ihm sehr da in die Hand, dass man vielleicht in dieser Session mit 1-2 Vorstössen doch Erfolg haben kann. Wie man gesehen hat, wie der Petra Gössi, der ja auch für die Asylverfahren in den Drittstaaten politische Vorstösse eingereicht hat, die Erfolg haben. Genau. Also ich würde jetzt mal sagen, von der SVP aus gesehen, ist da eine wichtige Vorleistung eigentlich erbracht worden, dass man jetzt den Dossierchef ausgewechselt hat, oder? Andreas Glarner, den ich einen sehr tüchtigen, guten Politiker finde, aber auch einen Politiker, der sehr ein begabter Polemiker ist. Und es ist immer so ein bisschen Sache, oder? Das betrifft natürlich die SVP als Oppositionspartei viel mehr. Man braucht Leute wie den Andreas Glarner, der polemisieren kann, der auch ab und zu mal etwas kann auf den Punkt bringen und andere Leute fangen dann an schreien und brüllen und machen die Hose. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Leute braucht es in einer Oppositionspartei. Und gleichzeitig ist es auch klar, dass man mit dem Andreas Glarner natürlich bei den Freisinnigen und bei den Mitte-Politikern nicht richtig gut ankommt. Und die vor allem, die haben ja dann immer ein Image-Problem. Wenn die dann nachher einen Vorschlag von Andreas Glarner vertreten im Parlament, dann würden sie sich am liebsten umbringen. Deshalb erreicht man dann nicht so viel, oder? Als SVP kommt man dann auf die 30%, aber nicht weiter. Von dem her finde ich, ja, ist es mal interessant zum Schauen, oder? Dem Pascal Schmid kann man jetzt nicht vorwerfen, du bist ein Polemiker oder du bist ein unanständiger Typ, sondern du hast wahrscheinlich ziemlich viel Erfahrung. Du kommst raus und mal schauen, ob das aufgenommen wird. Weil eben das Verrückte an der Immigrationspolitik, und das gilt ja nicht nur für die Schweiz, das gilt für alle Länder in Europa oder im Westen, das gilt auch für Amerika, das gilt für Australien, Neuseeland und so weiter. Es ist überall Common Sense. Ich meine, welcher normal Mensch ist der Meinung, dass irgendwo ein Flüchtling ist? Und, oder behauptet, er sei ein Flüchtling. Er ist Flüchtling zu uns. Er braucht unseren Schutz, wo nachher kriminell wird. Dass so einer nicht das Recht, unser Gastrecht, so verletzt hat, dass man zurückschicken muss. Das ist Common Sense. Und es ist für mich unverständlich, dass Behörden zum Beispiel das kleine Problem nicht endlich lösen. Weil es gibt nichts, was die Leute hässiger macht als kriminelle Asylbewerber. Ich habe ja letztens ein Memo geschrieben über einen Messerstecher und das ist ein echter Fall. Das ist nicht einfach erfunden. Ein echter Fall. Was uns das kostet, wenn zwei Asylbewerber Streit bekommen in Asylbewerberheim und der andere mit einem Messer angreift und fast tödlich verletzt. Was das uns kostet. Das kostet uns 100.000 Franken. Und der Dummsich soll einfach gehen. Fertig. Der soll gehen. Und der Common Sense, den müssen wir wieder anbringen. Hoffentlich, dass der Pascal Schmid ein bisschen mehr Erfolg hat, als bisher das passiert ist. Aber mal schauen, wie das weitergeht. Wir gehen zu einem ganz anderen Thema, wo viel, viel,
Brisanter ist, dramatischer. Natürlich auch viel interessanter. um was geht's? Ja, Männer oder Frauen, sie sind beide in der Dating-Krise. Du und ich haben schon mal darüber geredet. Jetzt gibt's neue Entwicklungen. Und zwar Männer zwischen 18 und 25, die fühlen sich laut einer US-Studie zunehmend einsam. Und auch in der Schweiz sind 2 von 3 Männern von 18 bis 25, die sind Single, nicht in einer Beziehung. Bei den Frauen im gleichen Alter sind es nur 40%. Und man redet jetzt über ein Syndrom, das heisst die Einsamkeitsepidemie der Männer. Und wieso ist das so? Es ist ein Grund, es liegt vor allem daran am Auswahlverfahren der Frauen. Da gibt es eine Tinder-Studie dazu. Und die zeigt zum Beispiel, dass 78% der Nutzerinnen auf Tinder ausschließlich die attraktivsten 20% matchen, also mit denen wollen in Kontakt. Sie suchen nach grossen, sportlichen und reichen Männern, aber auch intelligenten. Und reich auch, genau. Und die Männer klagen jetzt, es sind unerfüllbare Erwartungen, die sie da haben. Besonders schlimm sei es für schlecht ausgebildete junge Männer. Und was ist die Entwicklung? Die Männer suchen eben ein bisschen Trost im Frauenhass und folgen dann eben so sehr konservativen Influencer auf TikTok oder auf Instagram, wo sie dann darin bestätigen, dass die Frauen schuld sind, dass sie Single sind. Gut, also das Erste, was ich mal den jungen Männern würde empfehlen, ist einfach aufhören gamen. Ich meine, das Gamen, das braucht so viel Zeit, so weit weg, und ich glaube, da kannst du besser bestätigen, Gami, ist doch einfach auch langweilig für Frauen und Männer, die die ganze Zeit gamen. Ist das nicht so? Ich muss dir jetzt mal erzählen, ich und mein Partner, wir gamen zusammen, und zwar Harry Potter, und wir haben der Höllenblausch dabei. Also, man kann das im Fall auch zum zweiten machen in einer Beziehung. Das muss man nicht alleine machen. Also, vielleicht. Harry Potter ist jetzt also harmlos. Ja, gut. Viele Männer tun dann ein weniger harmloses Spiel vorzugen. Ich weiss nicht, ob da Gami den mitmachen kann. Aber es hilft sicher, zum Frauen kennenlernen, wenn man rausgeht in die richtige Welt. Ich meine, es ist ein Sportsommer. Es gibt so viele Veranstaltungen, wo man hingehen kann und junge Frauen kennenlernen. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn man sich rauswagt und mal mit diesen Frauen ein Gespräch sucht. Und ja, reich, sportlich, gross. Jeder hat seine Traumvorstellungen von einem Mann, Frau und Frau auch, also eben umgekehrt. Und da muss man ganz klar sagen, ja, sind Traumvorstellungen, aber in der Realität verliebt man sich ja in Menschen und hoffentlich nicht in sein Portemonnaie. Ja gut, das tut mir jetzt total unrealistisch. Das ist doch nicht so. Nein, aber was ich interessant finde, Gami, was jetzt du vorher gesagt hast, das war ja immer so gewesen. Also, weißt du, die Dating-Krise kann man mit dem Phänomen eigentlich nicht erklären, weil ich würde jetzt behaupten, vor 100 Jahren hat die Frau das Gleiche gesagt. Die hat auch gesagt, ich will einen Mann, der eben wohlhabend ist, ich will einen Mann, der gut aussieht, ich will einen Mann, der gescheit ist, ich will einen Mann mit gutem Genmaterial, weil letztlich sind, also wenn du es evolutionsbiologisch anschaust, der Selektionsdruck ist immer von den Frauen ausgekommen. Also, die Frauen haben immer müssen auch selektiver sein. Sie können höchstens etwa 10 Kinder, sagen wir jetzt mal 15 Kinder können sie auf die Welt bringen. Allerhöchstens, während Männer sie Genghis Khan Millionen von Kindern können zeugen. Das heisst, Frauen machen eine enorme Investition in relativ wenige Kinder. Und deshalb muss man relativ gut überlegen, mit wem macht man das, oder? Also, das Genmaterial ist wichtig. Und Reichtum ist eben das Zeichen dafür, dass da genetisch nicht alles schief gelaufen ist, zumindest, oder? Oder erfolgreich sein und so weiter. Ja, aber es ist natürlich auch die Entwicklung, oder? Von der Emanzipation, wo das auch begründet. Frauen sind im Arbeitsleben, sie können selber für sich sorgen. Also die finanzielle Unabhängigkeit ist natürlich da, oder? Man ist nicht mehr in dem Sinn grundsätzlich darauf angewiesen, dass der Partner für einen sorgt. Darum doch noch erstaunlich, dass man trotzdem einen Reichen sucht. Man ist ja als Frau emanzipiert und selbstständig. Und das andere, es ist natürlich eine Bewegung, dass viele junge Frauen sich aktiv gegen Kinder entscheiden. Das sieht man, kommt von Südkorea, dass wirklich junge Frauen aktiv sagen, ich will kinderlos bleiben. Auch in Europa sieht man den Trend. Und das macht den Männern natürlich schon auch das Leben schwieriger. Sie müssen jetzt plötzlich etwas anderes bieten als eben vor 100 Jahren. Das ist so interessant, weil ich hätte jetzt etwas anderes gesagt. Ich hätte eben gesagt, oder im Prinzip, wir gehen ja eigentlich wieder in eine Gesellschaft rein, wo vielleicht dann sehr, sehr viele Männer sich gar nicht fortpflanzen können. Und das ist in früheren, in alten Gesellschaften, in urtümlichen Gesellschaften sehr, sehr weit verbreitet gewesen, weil sehr viele Gesellschaften in Europa weniger,
und ich rede jetzt mal wirklich, ich rede jetzt von vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, haben sehr viele auch, sind so patriarchalisch gewesen, dass sie das Harem gekannt haben. Und das Harem hat ja geheissen, dass ein sehr, sehr mächtiger Mann, ein Alpha-Male, gerade mehrere Frauen hat. Und das hat immer bedeutet, dass gewisse Männer natürlich leer ausgehen. Oder? Das ist logisch. Mhm. Wenn ein Mann 50 Frauen hat, dann haben die anderen 50 Männer keine Frau. Und erst, wo das Christentum das durchgesetzt hat, dass Harem nicht geht, hat das eigentlich dazu geführt, dass auch die schlecht ausgebildeten oder dummen oder lausigen Männer eine Frau überhaupt haben bekommen. Die Frauen sind früher viel, viel wählerischer gewesen, weil für eine Frau, das muss man wissen, im König, im Harem Nummer 4 sein, ist immer noch viel besser gewesen, als mit einem verheiratet sein, der Gott verdeckelt und totaler Loser ist. Ist also lieber die Nummer 4 beim König als Nummer 1 bei der Nummer 500 Millionen, oder? Und das ist der Punkt, wo ich spannend finde, dass wir jetzt wieder in das hineingehen. Und da würde ich jetzt behaupten, das hat zu tun mit der Aufhebung von der christlichen Ehemoral. Dass eben reiche Männer, das kennt man ja, reiche Männer haben mehrere Frauen einfach hintereinander. Also das Harem hat sich natürlich in dem Sinn wieder ein bisschen ausgebildet. Aber. Ja, zum Schluss kommen wir noch zu einem anderen Mann. Ich weiss nicht, ob er Single oder verheiratet ist. Und zwar geht es um den David Roth. Er ist heute unser Löli vom Tag. Er ist SP-Nationalrat aus dem Kanton Luzern und ehemaliger JUSO-Präsident. Er fordert in einer Kolumne bei Zentral Plus, dass man den Tourismus einschränken sollte. Und zwar geht es ihm darum, dass nur wenig Betriebe anscheinend vom Tourismus profitieren. Und grundsätzlich im Kanton Luzern, dort verfolgt man eine Tiefsteuerstrategie und damit bleibe sowieso nur wenig Geld für die Allgemeinheit. Und darum sagt er, sollte man die Zahl der Übernachtungen auf 1 Million begrenzen, Zufahrt für Reisecars einschränken, Hotelneubauten verbieten und Airbnb strenger regulieren. Ja, man könnte ja auch einfach den Vierwaldstättersee füllen, abfüllen, dass es einfach keinen See mehr dort hat, dann kommen die Touristen auch nicht mehr. Also, das dünkt mich, David Roth hat wieder mal eigentlich typisch für die Linken, wenn sie ein Problem sehen, dann fällt ihnen nichts anderes ein als ein Verbot. Einfach ein Verbot. Dann tun wir doch den Tourismus einfach verbieten oder begrenzen und so weiter. Und das soll natürlich der Staat machen. Das heisst, David Roth und seine Partei. Nein, also, ich meine, so ein untauglicher Versuch. Und was einem schon erschüttert, ich meine, der ist ja immerhin Nationalrat. Der vertritt ja irgendwo noch Leute. Und ich meine, der Tourismus ist jetzt einfach eine wichtige Branche für den Kanton. Und dass man so kann, im Prinzip gegen eine Branche, die so wichtig ist, so kann wettern oder solchen Schrott kann erzählen, muss ich sagen, ja. Aber er ist ja JUSO, ehemaliger JUSO, das ist die sogenannte Pubertätspartei. Und er ist immer noch pubertär offensichtlich. Also zum Schluss, wir empfehlen euch, macht noch jetzt Ferien in Luzern, bevor der David Roth euch das verbietet und ihr euch Luzern gar nicht mehr anschauen könnt. Genau, und sonst könnt ihr natürlich immer noch auf Zug, könnt dort übernachten und dann mit dem Velo auf Luzern gehen, wo es ja keinen See mehr hat, weil den haben wir jetzt abgefüllt, damit der David Roth sicher sein kann, dass kein Tourist mehr kommt. Gut, das war es von Bern einfach mit der Camilotten und Markus Sommer am 30. Juli 2024. Könnt uns abonnieren, so könnt ihr diese Art von Journalismus am besten unterstützen auf nebelspalter.ch. Das würde uns sehr freuen, nebelspalter.ch. Etwas Zweites, ich sage es jedes Mal, aber es ist wichtig, auch gerade wenn man den David Roth im Auge hat, ihr müsst euch nie, nie entschuldigen, dass ihr nicht links sind und nicht dumm. Das ist der Punkt und das müsst ihr euch merken, das könnt ihr immer sagen. Gut, in dem Sinn wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.